Tesla Software Update 2022 44252. Heute aber mal kein Short, sondern wieder ein komplettes YouTube-Video. Es gibt nämlich einen Haufen mehr Funktionen, weil das ist das Weihnachtsupdate von 2022. Vorweg, ich finde, letztes Jahr war ein bisschen mehr spannendes Neues dabei, aber ich glaube, für einige ist wirklich ein paar coole neue Features dabei. Wir starten direkt los. So, der erste neue Punkt, der dazugekommen ist, ist Apple Music. Das heißt, ihr könnt jetzt in Zukunft Apple Music verwenden, wie ihr das kennt von Spotify. Das bedeutet, ihr startet Apple Music, dort erscheint dann ein QR-Code, den scannt ihr mit der Apple Music App ab als neues Gerät und dann habt ihr hier quasi wie Spotify nur mit Apple Music. Der nächste Punkt ist der Hundemodus. Hundemodus gibt es ja natürlich schon seit einiger Zeit, dass man im Klimaanlagenbedienfeld hier den Hundemodus anmacht. Was auch noch dazu gekommen ist letztes Jahr, ist, dass man über die Tesla-App die ganzen Kameras außen am Fahrzeug live anschauen kann. Was aber jetzt hier in diesem Modus hinzugekommen ist, ist, dass die Kamera, welche sich hier über dem Spiegel befindet, auch in der Tesla-App angeschaut werden kann. Ich würde sagen, wir versuchen das mal. So, ich mache jetzt hier mal den Dog-Mode an. Klimaanlage, Bildschirm bleiben nach dem Aussteigen an. Einbruchssensoren und Wächter wird deaktiviert. Bla bla bla. Also das heißt auf Deutsch, ich kann das jetzt nur machen, wenn ich auch aussteige. Okay, also dann gehe ich mal kurz auf Kamera hier rüber. Okay. Das Fahrzeug, so, mein Fahrer ist gleich zurück. Da sehen wir es. Was ihr natürlich direkt merkt, Auto und Handy-Update gehen immer miteinander einher. Das bedeutet jetzt, ich habe hier direkt den Zugriff auf die Wächterkameras. Da klicke ich jetzt drauf. So, und man sieht direkt, der Hundemodus ist an. Geil. So, also ich schalte nochmal nach vorne. Man sieht mich, wie man es kennt, wenn ich auf die Seitenkameras umschalte und am Auto vorbeilaufe, dann sieht man mich. Und jetzt die hintere Kamera, ihr kennt es, alles klar, hier bin ich. Ich stehe jetzt also hinter dem Auto und schaue mal durch die Innenkamera. Alles klar, das heißt, man sieht schon so ein bisschen, dass ich jetzt hier bin. Okay, das ist natürlich krass. Das ist jetzt etwas, das bekommt man natürlich nur hier dazu, wenn der Dog-Mode an ist. Ja, das habe ich gerade nachgeschaut. Das ist nicht so. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr den Wächter mit der Handy-App anschaut, in die Innenraumkamera reingucken. Weiter geht's. Ja, ich würde sagen, jetzt hier die Kameraqualität reicht auf jeden Fall zu schauen, was der Dog macht. Und jetzt sieht man hier unten, man kann furzen direkt vom Handy aus. Das ist nämlich noch ein Update-Punkt. Im neuen Update, dass jetzt, wie nennen sie es, Abgasskandal jetzt auch von der mobilen App ist. Also während ich jetzt hier live da vorne dran stehe, kann ich jetzt hier drücken. Jawohl. Und das Auto furzt vor sich hin. Und dann erkennt ihr natürlich noch hier das Megafon, das ist vom letzten Jahr. Was geht ab? Was geht ab? Genau, Hupe. Ja, und das Licht, das geht natürlich auch. Ja, und halt eben als neuestes Teil die Innenraumüberwachung vom Dog Mode. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier innen weiter. Ich glaube, letztes Jahr war im Holiday Update auch dieses Lichtspektakel, dass man jetzt im Model 3 die Lichter, die Fenster auf und so weiter machen kann. Dieses, dass er halt tanzt. Das gibt's ja, ich meine, bei Model X ist es, glaube ich, am schönsten, wenn die vorne die Türen und die Flügeltüren hochgehen können. Bei Model 3 gehen die Fenster auf, die Kofferraumklappe geht hoch und er blinkt und macht ein bisschen Sound. Und es gab auch die Möglichkeit, in einem Editor dieses Lichtspektakel selber zu programmieren. Das Problem war halt bisher immer, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Teslas nebeneinander stehen hatte, dass die gleichzeitig starten. Das funktioniert nicht. Da hat jetzt Tesla im Endeffekt hier mit diesem neuen Feature, dem geplanten Lichtspektakel, danach gebessert. Wir sehen jetzt hier im Video von Tesla selber, wie sie mehrere Teslas miteinander synchronisieren. Und da kann man im Endeffekt, ja, wenn man darauf Bock hat, jetzt mehrere Teslas miteinander kombiniert starten lassen im Lichtspektakel. Punkt Nummer 4 ist die Lüftergeschwindigkeit der Klimaregelung. Was ihr jetzt seht, während ich hier ein Video mache, habe ich auf manuell, dass ich hier nicht anfange, mega zu frieren. Aber dass ihr im Mikrofon den Lüfter nicht so extrem hört, habe ich es auf normal. Ich fahre mittlerweile hauptsächlich im Automatikmodus von der Klima. Da könnt ihr jetzt hier im Automodus aber einstellen, ob er versucht, das Ziel von eurer Temperatur zu erreichen mit einer minimalen Lüftergeschwindigkeit oder ob ihr sagt, nee, gib mir mehr Luft, Medium und High. Und in dem Fall zeigt er das als Max an, was man hier einstellen kann. So, der nächste Punkt ist
Automatikblinker. Es ist wohl so, dass einige Leute Probleme mit der Hebelsteuerung vom Tesla haben, dass sie sagen, okay, wenn ich hier tippe und er die dreimal im Endeffekt blinkt, ich tippe, er blinkt dreimal oder ich tue festdrücken, dann hatten wohl einige Leute Schwierigkeiten damit, wenn sie dann dieses Blinken abbrechen wollen, wenn die Kurve zum Beispiel jetzt kein richtiger Impuls vom Lenkrad war, ist es wohl so, dass einige Schwierigkeiten hatten, dann nochmal irgendwie zu tippen, weil wenn du nach links blinkst und nach rechts tippst, irgendwie, ja, haben sie auf jeden Fall so nachgebessert, dass wenn du jetzt fährst, dass er automatisch einen Spurwechsel erkennt, also eben auf der Autobahn, und dann den Blinker wieder ausmacht. Das bedeutet, wenn ihr selber auf der Autobahn jetzt voll durchblinkt, dann tut er ja natürlich, wenn ihr die Spur versetzt, nicht aufhören und dass ihr dann nicht nochmal drücken müsst, damit der Blinker aufhört, macht der Tesla das jetzt anhand der Kameras eben selber. Wenn ihr diese Einstellung aktiviert, ist es aber so, dass wenn ihr den Blinkerhebel nur noch antippt, dass er nicht mehr dreimal blinkt, sondern dauerhaft blinkt, also als würdet ihr ihn voll durchdrücken. Als nächstes gibt's hier Mahjong als Update und offensichtlich im SpaceX-Design. Das heißt, wenn ihr versteht, wie Mahjong funktioniert, könnt ihr das jetzt im SpaceX-Design auf dem Tesla tun. Der nächste Punkt ist die Weiterleitung von Telefonaten. Es ist aktuell so, dass wenn ihr mit dem Handy am Ohr und einem Telefonat aufs Auto zuläuft, ab einem gewissen Punkt, wenn ihr die Tür aufmacht, gibt er das Telefonat sofort ans Auto rüber. Das kann dazu führen, dass es einige Sekunden gibt, die einfach ihr denjenigen, der spricht, nicht hört oder derjenige, wenn ihr gerade gesprochen habt, euch nicht mehr hört. Das könnt ihr jetzt im Endeffekt so machen, dass wenn ihr mit dieser neuen Funktion, ihr steigt ins Auto und er zeigt euch quasi an, dass ihr gerade am Telefonieren seid. Wenn ihr losgefahren seid und die Verbindung stabil genug ist, könnt ihr dann den Anruf einfach ans Auto übergeben, ohne dass es da viele Pausen jetzt gibt. Was es bisher seltsamerweise noch nicht gab, kommt jetzt endlich die Kontaktsuche. Bisher war es so, dass wenn ihr im Telefon unten auf Kontakte geklickt habt, dann war es im Endeffekt so, dass ihr einfach nur durch die Kontakte durchscrollen konntet. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt ganz oben auf die Suche klicken und dann kommt die Tastatur und ihr könnt im Endeffekt direkt nach dem Kontakt suchen und müsst nicht ewig scrollen. Macht das Suchen im Endeffekt schneller und einfacher. Ihr könnt aber theoretisch auch einfach über den Sprachassistenten direkt sagen, wen ihr anrufen wollt. Optisch ist wahrscheinlich der nächste Punkt, der für euch als erstes offensichtlichste, und zwar die Medienbedienelemente. Und zwar war früher das ganze Spotify-Thema hier unten drin. Das ist jetzt einfach hier rüber gerutscht. Was ich ganz cool finde, weil wenn ihr am Fahren seid, ganz im Ernst, diese Fahrdarstellung, ja, sie ist ganz cool, man sieht, was der Tesla sieht oder was er eben halt auch nicht sieht. Aber ich finde, so richtig brauchen tut man es nicht. Ihr könnt jetzt im Endeffekt, deswegen stört mich es überhaupt nicht, dass der Spotify-Reiter, diese Karteikarte, jetzt permanent hier unten zu sehen ist. Und wenn ihr während der Fahrt könnt ihr hier, wenn ihr jetzt als Fahrer hier eben so sitzt, dann könnt ihr hier während dem Fahren relativ schnell mal ein anderes Album oder so anmachen. Das funktioniert dann relativ cool. Oder so Quellen umschalten. Da seid ihr einfach weniger weit weg. Und ab einer gewissen Zeit poppt dieses Fenster dann auch einfach von sich aus wieder nach dort unten. Und was man natürlich sagen muss, eines der letzten Updates hat den Nachteil gebracht, dass ihr bei einem Podcast nicht mehr mit den Drehrädchen am Lenkrad 10 Sekunden hin und her springen konntet und mit den Tasten hier den kompletten Podcast überspringen konntet, sondern ihr müsst jetzt zwangsweise diesen kompletten Balken einmal durchziehen, dass er die Podcast-Folge überspringt. Ich finde, das war jetzt ein Update in die falsche Richtung. Aber da ihr jetzt da besser drankommt, ja, kann man sehen, wie man möchte, ist es jetzt auf jeden Fall geschmeidiger wie vorher. Ein Feature, was die Tesla-Fahrer von früher noch kannten, vor dem letzten Weihnachts-Update, ist, dass ihr diese Karte hier rüberschieben könnt und dort euren Trip seht und auch im Endeffekt solche Fahrzeuginformationen wie den Reifendruck. Was man machen kann, ist jetzt hier bei dieser Einstellung, wenn ihr auf Trips geht, dann habt ihr jetzt hier solche Häkchen, die ihr euch dann anzeigen soll. Model S-Fahrer kennen das bereits. Nämlich dort könnt ihr diese Häkchen setzen, wenn ihr das vorne im Tacho sehen wollt oder halt auch nicht. Und wenn ihr jetzt im Endeffekt hier einen Haken setzt, dann poppt es da noch mit rein. Dann könnt ihr sagen, okay, für mich übersichtlicher, ich zeige mir nur das an. Also ich finde zum Beispiel aktueller Trip und seit dem letzten Laden, das
unterscheidet sich voll selten, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Roadtrip fahrt, dann nimmt er ja immer nach jedem Supercharger seit dem letzten Laden. Das Problem ist, dass der aktuelle Trip sich derart schnell resettet, dass ihr zum Beispiel diesen gesamten Trip, diese ganze Tagesetappe dort nicht ablesen könnt. Also ich kenne das zum Beispiel von Autos von früher, da war das so, der Mercedes hat gemerkt, er fährt jetzt los. Und wenn ich dann 20 Minuten Rast gemacht habe und dann weitergefahren ist, hat er das immer noch als diesen einen Tagestrip gezählt, wenn man jetzt eben hier Verbrauch und sowas sehen möchte. Der Tesla macht das nicht, der ist da ein bisschen zu, der unterteilt viel stärker. Dort müsstet ihr dann im Endeffekt euch selber so einen Tageskilometer machen wie jetzt Roadtrip. Das habe ich ja mal gemacht bei meinem 1000-Kilometer-Trip, den ich für euch auch gefilmt habe. Dort habe ich damals dieses Roadtrip-Ding gemacht und den hier will ich halt nicht entfernen, weil das ist seit Abholung. Und an der Stelle trifft sich ganz gut. Ihr seht, ich habe jetzt fast bald 25.000 Kilometer gefahren. Ich habe das Auto jetzt auch bald ein Jahr. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr mein Jahresreview vom Tesla Model 3 Performance nicht verpasst. Ich werde das sogar etwas erweitern, weil ich habe ja zwei Teslas. Also meine Frau hat einen, ich habe einen. Ich kann aber, da ich aber regelmäßig beide fahre, habe ich also Erfahrung. Ein Jahr Model 3 Performance, Model 3 Long Range. Hier schon mal der Vergleich zwischen beiden Fahrzeugen. Und wenn ihr ein Abo da lasst, verpasst ihr nicht, wie ich ein Review mache. Ein Jahr Model 3 Long Range oder Performance. Und dann schauen wir mal, was nach einem Jahr mein Gefühl so ist, was ich jetzt vielleicht eher fahren würde. Weiter geht's. Also hier könnt ihr im Endeffekt euch anschauen, was ihr wollt. Das ist vielleicht ganz handy. Ja, ich habe es jetzt nicht vermisst, wenn ich ehrlich bin. Das ist vielleicht ganz cool. Aber ja, keine Ahnung, wie oft schaut man sich die Reifendrücke an. Weil ich fand es jetzt ehrlich gesagt nie so umständlich, dass ich hier aufs Fahrzeug klicken musste und dann auf Trips, um alles zu sehen. Oder dass ich auf, was war es, Service, genau, und das sehe. Also ja, der Weg ist jetzt, so ist die Standardansicht. Ich mache 1, 2 oder ich mache 1, 2. Ihr habt jetzt beides. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, ihr habt ja normalerweise auf der Seite begrenzt Symbole, aber wenn ihr hier das runterswipet, dann poppt es hier rein. Und ja, wie so ein Mehrfachfenster sieht es hier aus. Wenn ich das jetzt hier unten habe und hier mal festhalte, ja, da passiert gar nichts. Also dieser Slot, der bleibt unberührt. Jetzt ist die Frage, ja, bleibt auch unberührt, wenn ihr hier mehr reinmacht. Genau, da fliegen dann einfach hier auf der Seite die Sachen raus. Und noch eine Sache, was sie verändert haben, ist die Darstellung vom Navi. Und zwar ist es jetzt so, dass sie hier das hier unten hingepackt haben, dieses kleine Fenster mit dem Ankunftsakku, Fahrzeit und Kilometer und so weiter. Und dann könnt ihr hier jetzt das verändern, ohne dass er hier jedes Mal komplett rauszoomt. Wenn ihr wollt, dass er rauszoomt, müsst ihr dann einfach hier am oberen runterswipen. Und dann macht er diese Zoom-Funktion. Genau. Was noch dazu kommt ist, ihr habt jetzt hier, ich gehe mal hin, dass man das besser erkennt. Ihr habt jetzt hier sehr detaillierte Kartendaten und ihr lest jetzt hier auch, wo ihr seid und auf welcher Straße ihr euch befindet. Gerade das mit der Straße finde ich eigentlich eine ziemlich praktische Sache, weil das habe ich bisher nie rauslesen können. Nach wie vor, der Lane Assist ist nach wie vor Schrott. Das nächste habe ich euch schon gezeigt, der Abgasskandal über die mobile App, dass ihr im Endeffekt über den Startbildschirm einen Furz raushauen lassen könnt. Mal kurze Side Note für alle, die einen Tesla fahren, ihr werdet es bestimmt auch kennen. Diese ganzen Sachen wie der Furz da draußen oder dieses Boombox-Feature, das sind alles Sachen, die macht man in der Realität einfach nur, wenn neue Leute in deinem Auto hocken, ansonsten macht man den ganzen Shit nie mehr. So geht's zumindest mir, aber okay. So, das letzte ist, die Regenbogendarstellung immer aktiviert lassen. Es gab ja dieses Easter Egg, dass man in diesen Santa fahren lassen kann oder dass man sich auf einer Regenbrücke fahren lassen kann. Das war aber, soweit ich weiß, jedes Mal, wenn ihr aus dem Auto ausgestiegen seid und wieder rein ins Auto seid, war das dann wieder weg. Und was jetzt eben neu ist, dass ihr über den App-Launcher-Spielekiste Regenbogendarstellung immer aktiviert lassen. Genau, da ist es. Wenn der Lenkassistent aktiviert ist. Jetzt mache ich ihn an. So, und jetzt quasi, wenn ihr den Autopiloten habt, seht ihr dann auch den Regenbogen. Genau, und dann habt ihr hier, wie ich gesagt habe, jetzt die Möglichkeit, das so hochzufahren
Und wenn ihr eben normal im Straßenverkehr unterwegs seid, dann ist es so, dass er dann ab einer gewissen Geschwindigkeit, ab einer gewissen Dauer das eben dann wieder runter macht. Genau. Also ich habe jetzt keine Ahnung, auf einer gewissen Art und Weise finde ich es ja ganz fresh. Also ich glaube, über Weihnachten kann man das auf jeden Fall laufen lassen. Wie findet ihr denn den Modus, dass man die Regenbogenstrecke wie bei Mario Kart im Endeffekt sieht, währenddem man im Autopiloten fahrt, vielleicht für die Weihnachtszeit? Lasst mich wissen, würde mich echt interessieren, ob ihr sowas benutzt. Benutzt ihr diesen Santa-Modus? Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was man benutzt, wenn Leute im Auto mitfahren. Warte mal, da gab es doch so einen Sprachbefehl. Ho, ho, ho. Santa-Modus und Regenbogen. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich gerade den Autopiloten ausgemacht. Dann habt ihr den Santa einfach ganz normal. Und eben, wenn ihr ihn dann wieder anmacht, dann habt ihr den Santa und Regenbogen zusammen. Ah, und übrigens, falls ihr es nicht wusstet, wenn ihr im Santa-Mode seid und blinkt, dann kommt eben nicht das normale Blinkgeräusch, sondern der Weihnachtsmann. Eine Eisfläche. Und ich habe Model 3 Performance. Ihr wisst, was das bedeutet. Hey, ich habe das ehrlich noch nie ausprobiert. Track Mode. Track Modus on. Und dann Driftabstimmung. Das heißt, die gesamte Kraft geht nur aufs Heck. Oh, holy Lord. Okay. Oh shit. Oh, scheiße. Okay. Ich halte es schon mal. Ja, okay. Das ist natürlich super slippery. Okay, ich würde sagen, reicht fürs Erste. So, das soll es mit diesem Video zum neuesten Christmas Update von Tesla mal gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, mal zu schauen, wie man mit einem Tesla Model 3 Performance knapp 1000 Kilometer in 2 Tagen fährt, kann ich euch dieses Video herzlichst empfehlen. Ich danke fürs Zuschauen, bis bald und ciao.